Hallöchen, meine Freunde, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Kalle. Ich habe mir gedacht, heute wird mal das eigene Süppchen aufgekocht und deswegen gucken wir mal in den Cooking Simulator rein. Das Ganze ist nur eine Demo-Version, aber mal gucken, was das Ganze so hergibt. Bin auf jeden Fall richtig gespannt, Alter. Außerdem gibt es eine Premiere auf meinem Kanal. Ein Spiel mit Controller. Das Game kann man irgendwie nur mit dem Controller zocken, also mal gucken, was das Ganze so wird. Außerdem für euch noch der kleine Hinweis: Es gibt jetzt Aller-Merch. Ja, es ist endlich soweit. Ich kann es auch kaum fassen. Wunderbar belohnend, jetzt neu im Kalle-Shop, der offizielle Aller-Merch. Bizeps flexen im Unisex-Shirt oder im Sweater. Baller, baller, aller! Baller, baller, aller! Wunderbar belohnend, out now! Okay, das war perfekt. Unnormal belohnt. Gönnt euch den Shit, Alter. So, Attacke. Ja, offensichtlich haben wir hier so eine Küche, Alter. Und da kam auch schon eine Order rein. Oh, hi, hi, jo. Erstmal ein bisschen umgucken. Was ist das hier? Griddel? Achso, das ist wahrscheinlich so eine Pfanne oder so eine Bratfläche oder so. Ah, hier ist Kühlschrank. Schön, schön. Mit Sour Cream und Chicken Broth, Alter. Ja, hier Gasherd. Und Ofen haben wir auch. Klasse. Einmal hier und eine Uhr. Was ist das hier? Achso, das ist so ein Mixer, Alter. Ja, nö, schön. Achso, Wasser haben wir hier auch. Löppt das auch? Oder kann man... Ja, achso, das ist so eine Fritteuse oder was? Oh, jetzt haben wir da Öl drin. Geil. Waschmaschine hier. Mikrowelle haben wir auch. Ja, wir sollen hier wahrscheinlich irgendwelche Gerichte zaubern. Oh, wir haben gar nicht mehr so viel Zeit. Da müssen wir den Lachs mal löppen lassen. Offensichtlich geht es ja auch um Lachs. Das ist das Rezept. Das brauchen wir also alles für unseren Traut. Wir brauchen einen Traut. Wir brauchen einen Limon. Irgendwelche Blätter aller und Gemüse. Gewürze. Traut habe ich doch hier schon gesehen, sag mal. Gib mal her hier. Oh, das hat Geld gekostet. Okay. Ah, hier ist ein Cutting Board. Sollen wir es da drauflegen? Tun wir mal drauf. Place on Bakery Tray. Warte mal, da muss doch hier vorne beim Ofen. Hier ist so ein Bakery Tray. Pick up, Alter. So, geil. Kann ich das da irgendwie. Perfekt. Schön hingeschmissen. So, den schmeißen wir auch rauf. Oh nein, nicht auf den Boden. Keiner gesehen. Der ist noch gut. 3-Sekunden-Regel. Achso, wir sollen den schon mal würzen. So, warte mal. Hier sind die ganzen Sachen. Ah, hier sind die ganzen Gewürze. Black Pfeffer habe ich gelesen auf jeden Fall. So. So, was brauchen wir noch? Thymian! So, und den schmeißen wir auch nochmal hin. Oh, fuck. Ja, gut. Aber den holen wir gleich zurück. Dill habe ich auch gelesen, ne? Ja. Schön. So, shake it. Oh, das leckt aber ein bisschen. Dann nehmen wir noch den Black Pepper, Alter. Weg. Das macht voll Spaß, die Sachen durch die Gegend zu schmeißen. Rein in den Ofen. Oh, mach mal an den Laden hier. Cool, jetzt baked der. Ah, so eine Limone wollten sie noch haben. Die gab es doch hier irgendwo, ne? Perfekt. Dann gib mal her. So, dann muss ich ja irgendwie noch schneiden. Hier ist ein Messer. Oh. Ach so. Ah. Oh, cool. Wie cutte ich jetzt? Nice. Cool. So, hier. Fresh Leaves. Und... Ah! Geil. Ja. wann kommen die? Wann ist denn der fertig? Der ist noch nicht ganz fertig. Aber wir haben keine Zeit mehr. Kann ich das jetzt öffnen? So, gib mal her. Heiß! Geil. Fertig! Schnell. Was ist das? Oh, ich kann noch ein Instagram-Foto machen. Geil. Nice! Und jetzt gib ab. Tschüss. Oh, ich habe eins Fame bekommen. Guest is not pleased and wants to refund. Aber er gibt doch fast 3 Sterne für den Taste. Nö, don't refund. So, was ist das hier? Salmon Steak and Boiled Potatoes. Dann geht's direkt weiter. Versuchen wir mal in Time zu bleiben jetzt hier. Take das Salmon Filet und Salz und Pfeffer ist. Okay, das machen wir mal zuerst. Oh, hier ist der Kühlschrank den ganzen Tag offen. Naja, Salmon Filet. Oh, nicht da unten. Aber wir brauchen es hier vorne, glaube ich, auch wieder, ne? Irgendwie. Oh, fuck. 5 Gramm Salz. Können wir mal ein bisschen mehr Salz machen. So, dann hier noch ein bisschen Pfeffer. Wollten sie auch 5 Gramm oder so, ne? Ja, das muss ordentlich reingepfeffert werden über den Lachs hier. So, 25 Gramm. Add to a pan. Hier ist eine Pan. Auf den Herd, ne? Packen wir schon mal drauf. Können wir hier den Lachs einmal nehmen? Sunflower-Öl. Ja, machen wir ordentlich was rein. Ja, ja. So nimmt das den Geschmack auch richtig auf, verstehst du? Finde ich auf jeden Fall wichtig. So, hier. Oh. So, hier. Feuer.
und Attacke. So, wir brauchen auf jeden Fall schon mal eine Plate. Nehmen wir natürlich das hotte Wasser, weil das wird schneller heiß. Ist so ein kleiner Kochtrip, Alter. Trick. Dann geht's nämlich schneller. So, wir brauchen hier noch ein bisschen Salz, glaube ich. Wo ist denn das Salz? Hier. Nimm mein Salz, Alter. So, gib mal hier die Kartoffel. Ich glaube, ich will noch eine Kartoffel. So, pack mal rein da, Plumps. Ding ist, ich glaube, ich will das Ding auch mal wenden, oder? Wo ist mein Wender? Scheiße, wir haben keine Zeit mehr. Ist wie bei Kochduell hier. Einmal kippen, Alter. Oh, das Salmonfilet ist fertig. Jado kann ich nicht anfassen, weil die ist zu hot. Kann ich das hier irgendwie abgießen? Perfekt. So, Essen ist fertig. Was soll das? Scheiße. Oh, lol, jetzt habe ich dir nur eine Kartoffel gegeben. Don't refund. Oh, der erste Tag ist rum. Wir sind null Fame. Und wir haben 5 Cooking Points. Ja, aber dann ist doch egal. Wir haben sogar 1 Dollar Tipp bekommen. Wir haben 6 Dollar gemacht heute. Oder 6, C. Day 2. Tag Nummer 2. Tomato Soup. Alles klar, Attacke. Wir brauchen eine Tomato, wir brauchen eine Onion. So, add it to a pot. Okay. Wir brauchen einen Pot. Die Pot, Chicken Broth. Oh, das haben wir schon gesehen. Das ist doch hier Chicken Broth. Alles klar. So, rein damit. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Ich glaube, 700 Milliliter oder so wollten die. Machen wir mal einen Liter. So, weg damit. So, dann brauchen wir Salz. 12 Grams. Aber in der Kalle-Version sind es dann 24. Das muss halt schmecken. Shake it, baby. Oh, jetzt sind es ein paar mehr Grams. Egal. Und so, dann Cheyenne-Pfeffer-Powder. Oh, das habe ich, glaube ich, noch nicht aus dem Regal genommen. Ne? Cheyenne-Pfeffer, du geiles Stück. So, das haben wir auch. Tomato und Onions. Das sind zu wenig Tomatoes, ne? Das heißt, wir brauchen mehr Tomatoes. So, das sind jetzt hier so ein paar Tomatoes. Können wir die jetzt mal eben schnibbeln? Guck mal, wir schneiden hier alles gleichzeitig. Weil wir sind krasse Profiköche, Alter. Da kann sich Mori auch mal eine Schneide von abdingsen. So, kriege ich das da irgendwie rein? Ja. So, den Rest kann man nämlich auch so einsammeln. Das liegt hier halt noch so ein bisschen auf dem Boden. So, hier rein damit. Oh. Gucke mal. Das sieht doch gut aus. Das sieht doch perfekt. Amor sieht das aus. Ich habe die Onions vergessen. Scheiße. Schnell rein. Oh, Leute, jetzt fällt der auch noch ab. Wieso fällt der Fernseher ab? So. Schnell. Wo ist jetzt hier die Schüssel, Alter? Hier. Guck mal her. Oh, drück immer den falschen Knopf. Ja, wir haben noch 1 Minute. Aber diesmal sind wir in der Zeit. So, gib mal her. Rotate, right. Oh nein. Hey, wo ist es hin? Ist es alles weg? Es ist alles weg. Das ist doch Verarschung. Wie viel Zeit habe ich noch? 30 Sekunden. Mann, jetzt hier Schnelldurchgang. Ich glaube, ich habe sowieso von Anfang an falsch gemacht. Ich hätte es gar nicht schneiden sollen. Scheiße. Kartoffel auch noch. So, Zwiebel. Ja, ich bin schon wieder spät dran. Mann, ich war voll in Time. Und dann fällt mir hier der Fernseher ab. Und ich kipp's in die falsche Richtung aus, Alter. Mann, das kostet alles Cash. So, hier. Nimm rein da den Lachs. Da. Wo ist der Blender? Hier, schnell. Jetzt ist das halt eine kalte Suppe. Wir haben ja keine Zeit mehr. So, jetzt mach das da rein. Danke. Ja. Ja, fertig. Abgeben. Danke, beehren Sie uns bald wieder. Oh. Das hat jetzt nicht so gut geschmeckt. Verstehe ich gar nicht. Ich mich ja frage, warum hier so Gaskanister rumstehen. Damit ich hier... Oh, shit. Oh, jetzt habe ich... Ja, gut. Oh, oder kann ich das in die Fritteuse tun? Yo. Schnell weg. Was sieht da jetzt was? Wow! Oh, lol. Das ist einfach explodiert. Tja, Leute, ich würde sagen, es war doch ein erfolgreicher Tag. Wir haben ein bisschen Dreck hinterlassen in der Küche, gebe ich zu. Aber ansonsten, Kundschaft war zwar nicht zufrieden, aber wir haben ein bisschen Geld verdient. Wenn euch der ganze Bums gefallen hat, lasst gerne ein Abo da. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge, ne? Und kauft aller Merch, aller. Tschüss!